Carlos Berdecker, man wirft ihrer Mannschaft vor, sie sei nicht bereit gewesen gegen sie. Nervt sie das oder ist das einfach ein Spiel, das es geben kann? Nein, nervt mich, weil das ist die Wahrheit. Wir haben den Anfang verpasst, die Entschlossenheit in die Aktionen nicht gezeigt und die nötige Ehrgeiz, der unbedingte Wille, um das Spiel noch zu gewinnen. Und von dem her, wir haben dieses Spiel klar und deutlich verloren, weil wir nicht auf der Höhe von dieser Aufgabe waren. Es war ein starker FC Sion, das muss man gleich festhalten. Rechnen Sie, dass die Mannschaft in der Swissport Arena gleich würde starten mit einem Furioso oder eher defensiv eingestellt? Ja, ich denke, die werden auf die gleichen Spieler noch zählen und von den her werden auch die gleiche Verhalten verlangen. Ist eine Mannschaft, wo in allen Bereichen überdurchschnittliche Qualität kann noch zeigen. Technisch variabel, körperlich mit einer sehr großen Robustheit, athletisch dynamisch und auch mit dem Trainerwechsel eine zusätzliche Motivation, um die verpasste Anfang in der Meisterschaft können noch zu korrigieren. Und von dem her kommt auch noch dazu, dass Sion bekannt ist in Köp, eine Macht zu sein. Und auf das müssen wir vorbereiten. Insofern freue ich mich riesig, dass wir dieses Spiel daheim können noch bestreiten, dass wir auf unser Publikum, so wie Publikum in Sion für uns unangenehm war, auch dieses Umstände, dieses Umfeld auch unangenehmer für Sion wird es sein. Das klingt, das gäbe es ein riesiges Spektakel am Sonntag in der Swissport Arena. Ich denke, Publikum kann sich auf das einstellen. Wenn beide Mannschaften so ein Spiel wollen bestreiten, um weiterzukommen, es kann nicht anders passieren auf ein attraktives torreiches Spiel. Personell sieht es so aus, der Alain Weisse ist noch fraglich. Gespielt ist der Florian Stahel. Wie werden Sie die Umstellungen vornehmen? Ja, das ist so, dass Alain Weisse langsam kommt. Ob das so weit ist, werde ich die letzte Probe noch machen. Das ist eine mögliche Variante, Position von Florian Stahl. Nachher ist Ferit Matri, auch die Gegenübe seine Aufgabe sehr gut erfüllt hat. Und auch je nach Zustand von Jérôme Tisson könnte sein, dass Salazar auch seine Position auf diese drei Variante werde mich für morgen im Abschlusstraining auf eine mich entscheiden. Platz werden tiefer. Mit den Verletzten ist der FC Luzern im Glück. Das ist sicher als Kompliment an Trainerstaff, dass man richtig trainiert. Wie stellen Sie sich auf die kalte Jahreszeit mit diesen widrigen Umständen? Ja, ich muss sagen, dass Stadt Luzern mit dem Martin Stadelmann einen super Job machen. Die machen alles möglich, dass wir gute Plätze zur Verfügung haben. Manchmal ist es nicht so einfach. Dann haben wir die Kunstrasse noch zur Verfügung. Es ist nicht optimal. In einem Jahr sollte sich das ändern, wenn der neue Platz kommt für uns, für die erste Mannschaft. Und von dem her, wir sind immer Tag für Tag angewiesen auf die Wetterbedingungen und dann wir schauen, was das beste mögliche Bedingungen noch haben, um noch zu trainieren und entscheiden wir Tag für Tag. Was macht der Carlos Berdecker am 4. Dezember? 4. Dezember, wir sind in Köp, wo wir müssen noch die nächsten Gegner sicher noch beschwingen. Sollen wir die Ostern auch schon rot anstreichen in der Agenda? Nein, das noch nicht. Wir müssen eine Ehrgeiz, aber balanciert mit dem Respekt gegenüber den Gegnern, die wissen, die wir stark ist. Wir müssen natürlich diesen Ehrgeiz gleichzeitig verbinden, dass wir homogen müssen wir kompakt zusammen einen Spielstil können noch entwickeln und so einen starken Gegner können noch so beschwingen. Sind Sie froh, dass man die starken Gegner schon vorher herausrumt, dass man da im Wankdorf nicht aufs Tier trifft? Ich denke, dass dieser Wettbewerb gibt solche Situationen und von den her
Es ist gut für uns, gut für den Gegner und gut für den eigenen Publikum, dass es so für solche Spiele jetzt im Achtelfinale passieren können. Wir freuen uns auf eine ganz schöne und eine lange Cup-Geschichte in dieser Saison. Alles Gute, Carlos Bernecker. Danke, merci.